Also, ich grüße alle ganz herzlich zum zweiten Teil der Rechtsphilosophie. Im Grunde eine Zusammenfassung und einen Überblick über das Programm, das wir in den nächsten Wochen bis zum Ende des Semesters miteinander besprechen wollen. Eine Skizze, ein paar Vorritt durch die Rechtsphilosophie und die für die Rechtsphilosophie maßgeblichen Fragestellungen. In der Vorlesung, die in der vergangenen Woche auf der Agenda stand, ging es ja um die Frage, was ist und wozu eigentlich Rechtsphilosophie? Wir haben gesehen oder ich habe versucht deutlich zu machen, dass Philosophie, insbesondere die Rechtsphilosophie, durchaus in der Kritik steht, aber was wird heutzutage nicht alles kritisiert? Der entscheidender Aspekt ist, unabhängig von den verschiedenen Definitionsbemühungen zu diesem Gegenstand, ist, dass es bei der Rechtsphilosophie im Kern darum geht, das geltende Recht zu hinterfragen. Und wir haben im Grunde gesehen, dass eine der Definitionen, auf die es hier ankam, in die Richtung ging, dass Rechtsphilosophie es mit den Grund- und den Hauptproblemen zu tun hat, die mit dem Recht, mit allen Fragen, die das Recht betrifft, sich hierauf beziehen. Und diese Grund- und Hauptprobleme, welche Fragen könnten das sein, als andere, als etwa die Frage um das, was Recht ist einerseits und das, was Gerechtigkeit ist auf der anderen Seite. Es gibt noch eine dritte große Frage, nämlich die Frage, was denn bitteschön Rechtswissenschaft ist. Aber alle drei Fragen hängen auf das Engste miteinander zusammen. Denn die Frage, was bitteschön Rechtswissenschaft ist, ist natürlich eine Unterfrage der für die allgemeine Philosophie im Bereich der Erkenntnistheorie. Was kann ich wissen? Was ist möglich zu wissen? Und wie, auf welche methodische Weise kann ich mir Wissen aneignen? Dieses Hauptproblem der Erkenntnistheorie, wie kann ich etwas über das Recht wissen, bezieht sich dann natürlich notwendigerweise auf den Gegenstand des Rechts. Und hierzu haben wir ja im vergangenen Semester in der Einführung in die Rechtswissenschaft die Frage, was Rechtswissenschaft ist und was Rechtswissenschaft sein könnte. Ist Rechtswissenschaft also etwas, was sich nur mit dem positiven Recht beschäftigt oder etwas, was dieses positive Recht auch hinterfragt? Und da sieht man schon, dass diese Frage, was denn Rechtswissenschaft ist, ob die Jurisprudenz eine Rechtswissenschaft, die Jurisprudenz eine Wissenschaft überhaupt ist, dass diese Frage auf das Engste mit den beiden anderen zentralen Fragen zusammenhängt, nämlich der Frage, was Recht ist auf der einen Seite und was Gerechtigkeit auf der anderen Seite ist. Denn diese beiden Begriffe werden regelmäßig als Gegensatzpaare verstanden. Und hier kann man auch deutlich sehen, dass die beiden Begriffe, die wir schon in der vorangegangenen Vorlesung besprochen haben, beziehungsweise die Gegenstand der ersten Vorlesung zu den Grundfragen der Rechtsphilosophie waren, nämlich dieses Gegensatzpaar von Rechtspositivismus, also nur das ist Recht, was vom Menschen als Recht gesetzt wurde, in den Gesetzen steht. Das wäre so die engste Form des Positivismus, also ein Gesetzespositivismus, der gegebenenfalls eben noch zu erweitern wäre, um das Problem der Frage, ob denn das, was die Gerichte judizieren, auch Recht sei, und zwar verbindliches Recht sei. Eine Frage, die immer wieder mal auftaucht und gerade in letzter Zeit immer wieder gehäuft Gegenstand von Diskussionen gewesen ist. Ich weiß nicht, wer es aktuell etwa verfolgt hat, die Frage, ob denn das Amtsgericht Weimar mal wieder überhaupt in der Lage ist und überhaupt berechtigt sei, dem Bildungsministerium vorzuschreiben, ob es in den Schulen legitim sei, Masken zu tragen, ja oder nein. Mittlerweile, die Politik geht ja davon aus, dass das völlig opportun ist, dass Kinder am Stück 8 Stunden oder länger Masken im Unterricht zu tragen hätten, selbst an den Grundschulen. Und das Urteil aus Weimar
sieht hier eine massive Kindeswohlgefährdung und hat in seiner einstweiligen Anordnung einen unmittelbaren Stopp dieser Maßnahmen gefordert. Und schon fragen alle, dürfen die das da in Weimar, darf das Gericht der Politik vorschreiben, was geht und was nicht geht? Das heißt, die Frage also, ob und inwieweit Richterrecht beziehungsweise eben das, was die Gerichte judizieren, selbst eine Rechtsquelle ist, neben dem, was in den Gesetzen oder eben in den Verordnungen steht. Das ist ein Dauerthema in der positiven Rechtswissenschaft, das sicherlich thematisiert wurde, auch in der Methodenlehre schon. Ich will daran nur kurz erinnern. Die Frage also, ob Rechtspositivismus auf der einen Seite sozusagen die gesamte Rechtswissenschaft schon ausmacht oder ob daneben nicht auch noch so etwas existiert wie Naturrecht, etwas Überpositives, also etwas, was darüber hinausgeht. Wenn dem so wäre, dann müsste sich natürlich die Rechtswissenschaft auch auf diesen Bereich erstrecken. Und schon sind wir in einer sehr grundlegenden Diskussion über den Gegenstand und die Zielrichtung der Rechtswissenschaft, also was Rechtswissenschaft ist, was der Gegenstand der Rechtswissenschaft ist und so weiter, welche Methoden sie anwendet. Eine der Grundfragen, die eben anknüpft an die Wissenschaftstheorie oder eben Erkenntnistheorie aus der allgemeinen Frage, was kann ich wissen, was soll ich tun im wissenschaftlichen Bereich, wie soll ich mich verhalten, was muss ich lernen, damit ich ein guter Jurist oder eben möglicherweise sogar ein guter Staatsbürger in einer Demokratie werde. Muss ich alles akzeptieren, was mir da vorgesetzt wird, oder darf ich auch über den Tellerrand hinausblicken? Und das haben wir ja gesehen, dass im Grunde die Aufgabe der Rechtsphilosophie hier etwas ist, was hier zukommt, nämlich die Aufgabe der Verunsicherung, über den Tatbestand hinauszuschauen, das geltende Recht einer Kritik zu unterziehen und zu fragen, ob denn dieses geltende Recht auch richtiges Recht ist. Insoweit bezieht sich also die Frage, was Rechtswissenschaft ist und was der Gegenstand der Rechtswissenschaft ist und wie Rechtswissenschaft idealerweise zu betreiben sei, von vornherein auf die beiden anderen Grundfragen bzw. Grund- oder Hauptprobleme, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich Recht und was ist Gerechtigkeit? Sind das zwei Gegensatzpaare oder ist das ein Gegensatzpaar? Sind das zwei Gegensatzbegriffe? Entschuldigung. Oder handelt es sich möglicherweise um ein und dasselbe, wenn wir von Recht und Gerechtigkeit sprechen? Oder was ist darunter denn in der Tat gemeint? Das wollen wir uns heute anschauen, denn diese beiden Fragen werden uns eben im Laufe der Vorlesung zur Rechtsphilosophie als Grundprobleme und als Hauptprobleme der Rechtsphilosophie beschäftigen. Was also ist Recht und was ist Gerechtigkeit? Damit kommen wir zu einer Präzisierung zu der Frage, was ist Recht, also dieser ersten grundlegenden Frage, und zwar mit einer Antwort bzw. einer Präzisierung und Verdeutlichung, wie wir sie auch schon am Anfang der Einführung in die Rechtswissenschaft kurz besprochen haben. Ich möchte sie kurz hier in Erinnerung rufen. Wie gesagt, die Beschäftigung mit Rechtswissenschaft setzt notwendig voraus die Frage, was denn eigentlich der Gegenstand dieser Wissenschaft ist. Und damit kommen wir eben auf die Frage, was ist denn bitteschön Recht? Und damit eben auf die von Kant aufgeworfene, in seiner Metaphysik der Sitten aufgeworfene Frage, was denn Recht sei. Und er führt hierzu aus, diese Frage möchte eben wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologien verfallen oder statt eine allgemeine Auflösung auf das, was in irgendeinem Lande die Gesetze zu irgendeiner Zeit wollen, verweisen will, ebenso in Verlegenheiten setzen als die berufene Aufforderung, was ist Wahrheit, den Logiker. Das ist der erste Satz, und mit dem werden wir uns noch etwas intensiver beschäftigen. Ich hatte auch darauf schon hingewiesen in der Einführung in die Rechtswissenschaft, dass die klassische Rechts
Methodologie, natürlich von dem Schlüsselsatz der Logik ausgeht und im Grunde die Deduktion nichts anderes ist als ein logisches Schlussfolgern vom Allgemeinen auf das Konkrete. Und ich erinnere an den Begriff der Subsumption. Das heißt, der Jurist arbeitet eben deduktiv. Er guckt sich das Recht an, er findet das Recht in entsprechenden Verordnungen oder in entsprechenden Gesetzen, wie sie im entsprechenden Gesetzblatt verkündet wurden, und fragt, ob das geltendes Recht ist und ob er das dann entsprechend anwenden darf. Und wenn, dann legt er entsprechend die Begriffe aus und subsumiert den konkreten Fall darunter. Einfacher Fall, wir erinnern uns, also jemand hat seine Maske in einem Bereich nicht auf, wo die entsprechende einschlägige Verordnung aber vorschreibt, dass man eine Maske aufhaben muss, und schon ist der Jurist relativ schnell am Ende und er sagt, okay, eine Ordnungswidrigkeit und Punkt. Ja, wir haben gesehen, das kann man komplizierter und komplexer greifen, aber ich will das jetzt hier nur noch mal in Erinnerung rufen, dass der Prozess der Deduktion und der Rechtsfindung, ja, der Prozess der Rechtsfindung, das klassische Tagesgeschäft des Juristen Deduktion ist. Und das bedeutet, dass der Jurist zwei Aufgaben hat. Er hat zunächst zu schauen, welches ist denn das geltende Recht, welches ist die geltende Verordnung, das geltende Gesetz, das für diesen konkreten Fall Anwendung findet, und dann muss er den konkreten Fall, um den es ihm geht, eben unter dieses Gesetz, unter diese Norm subsumieren. Nun kommt aber der entscheidende Teil in der kantischen Problemanalyse, nämlich er sagt, was rechtens sei, und ich betone nochmal hier jetzt schon mal gleich drauf achten, rechtens groß geschrieben, was rechtens sei, quid sit juris, also was ist Recht im juristischen Sinne, das ist, was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder eben gesagt haben, wenn man eben rechtshistorisch arbeiten möchte, das kann er wohl angeben, aber ob das, und jetzt der entscheidende Punkt aus der Perspektive der Rechtsphilosophie, aber ob das, was sie wollten, auch Recht sei, und jetzt Recht eben klein geschrieben im Sinne von, ob das auch richtig ist, was die da wollen, und das allgemeine Kriterium, woran man denn überhaupt Recht sowohl als Unrecht erkennen könne, das bleibt dem Juristen eben verborgen. Ja, und dann kam die Fundamentalkritik an der Jurisprudenz oder am Juristen. Eine bloß empirische Rechtslehre ist wie der hölzerne Kopf in Phaedros Fabel, ein Kopf, der schön sein mag, nur schade, dass er kein Gehirn hat. Damit ist also im Grunde schon das Urteil gebrochen über die Jurisprudenz in der oberen Fakultät, dass also der Jurist nicht beurteilen kann, ob das, was die Gesetze, die Verordnungen denn verlangen, auch richtig ist oder ob das nicht vielmehr Unrecht sei. Und damit sind wir schon aber bei einem wichtigen Begriffspaar, das wir ja im vergangenen Semester auch schon in der Rechtsgeschichte kennengelernt haben, nämlich Recht und Unrecht. Inwieweit kann der Jurist Recht und Unrecht voneinander unterscheiden? Im Idealfall, wenn also der Jurist genau so verfährt, wie Kant es ihm sagt oder wie es die empirische Rechtslehre von ihm verlangt, also der Rechtspositivismus von ihm verlangt, dass er sich eben an das zu halten hat, ja, oder wie Richard David Precht sagt, man habe eben halbwegs zu funktionieren. Das gilt nicht nur für den Staatsbürger, der hat halt zu gehorchen, sondern eben erst recht für den Juristen, der hat halt zu gehorchen und nicht zu hinterfragen, ob das denn auch richtig sei. Nun ja, ob das eben dann die Aufgabe, ob damit dann die Aufgabe erschöpft ist, das ist dann eben eine andere Frage, und wir werden noch sehen, welche Konsequenzen sich eben aus der Position, die man zu dieser Präzisierung, wie Kant sie gefunden hat, einnehmen möchte. Ob also eine Jurisprudenz ganz ohne Rechtsphilosophie auskommen könne, das heißt ganz ohne die Frage zu untersuchen, ob das, was die Gesetze wollen oder die Verordnungen eben auch richtig ist oder eben vielleicht sogar Unrecht ist. Also wie es sehr deutlich das Amtsgericht Weimar etwa formuliert hat, und die große Empörung, die jetzt über das Amtsgericht Weimar mal wieder hereinbricht, ist im Kern, wenn man von methodischer Unstimmigkeit sprechen möchte, dass offenbar das Amtsgericht Weimar rechtsphilosophisch argumentiert und nicht juristisch, und der Jurist hat gefälligst zu gehorchen. Also
Rechtsphilosophie und die Frage nach dem Recht, was dem, was richtiges Recht ist, führt eben zu einer Verdoppelung des Rechtsbegriffs. Das ist wichtig. Die Verdoppelung des Rechtsbegriffs, einmal der juristische Rechtsbegriff und einmal der philosophische Rechtsbegriff. Und häufig in Debatten, wenn dann über Recht und Unrecht gestritten wird, geht meistens das Ganze drunter und drüber. Man muss dann genau fragen, okay, welches Recht meinst du jetzt? Das Recht der Juristen oder das Recht der Philosophen, beziehungsweise eben der rechtsphilosophischen Betrachtung, die eben die Rechtsethik ist, die fragt eben nach dem richtigen Recht. Und da spielt natürlich schon von vornherein auch der Gedanke der Gerechtigkeit wieder hinein, denn wir alle haben eine gewisse Vorstellung von dem, was wir als gerecht empfinden und was wir als ungerecht empfinden. Und damit haben wir auch schon einen gewissen intuitiven Zugang immer zu dem, was wir als Unrecht empfinden und als Unrecht brandmarken, während mir immer noch jemand behaupten kann, das sei aber geltendes Recht, weil es in den Gesetzen oder in den Verordnungen halt so steht. Damit sehen wir schon, wie viel oder welche Welten sich hier auftun in diesem kurzen Satz bei Kant und die daraus folgenden Fragen, die mit dieser Hauptfrage verknüpft sind, wollen wir uns etwas genauer anschauen und wie gesagt, das ist ja ein Überblick über das, was wir dann im Detail im Rahmen der Vorlesung besprechen wollen. Denn insoweit ist der Sinn dieser Frage, was denn Recht sei, der Hinweis darauf, dass es eben zwei mögliche Rechtsbegriffe gibt, und zwar, dass die durchaus nicht miteinander korrelieren müssen. Ja. Wir sind, darauf muss ich jetzt auch schon hinweisen, nicht unbedingt so, dass gesagt, Recht und Gerechtigkeit sind immer zwei ganz verschiedene Dinge. Ja. Also in vielen Dingen würden wir sagen, dass das Recht dem entspricht, was die Gerechtigkeit verlangt oder das, was wir intuitiv als Gerechtigkeit empfinden. Ja, damit ist schon wieder ein ganz großes Thema aufgeworfen, nämlich die Frage des Rechtsgefühls oder des Gerechtigkeitsgefühls, unserer Intuition, woher kommt das eigentlich? Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir in einem bestimmten Rechtssystem sozialisiert sind? Ja, kann man sich sozusagen an das Recht, vielleicht sogar auch an das Unrecht oder das, was andere als Unrecht bezeichnen, gewöhnen und das eben nicht mehr erkennen, dass es Unrecht sei, weil andere es als Unrecht begreifen? Ja, nehmen wir nur das eklatante Unrecht, das wir heute beschreiben, etwa für die NS-Zeit. Die meisten, die in diesem System dort mitgemacht haben, für die war das kein Unrecht. Ja? Das ist das, was etwa auch Hannah Arendt in ihrer Analyse des Wegs zum Totalitarismus ganz scharf klar herauskristallisiert hat und durchaus sich auch verwundert hat, dass sowohl im NS-Regime als auch im Bolschewismus, also in der Stalin-Ära, es einen großen Anteil von Menschen gab, die das für richtig empfanden, was da passierte, während in der historischen Perspektive die Dinge heute als reine Gräueltaten aufscheinen. Ja? Also diese Perspektive auf Gerechtigkeit und Unrecht auf der einen Seite und Recht, das Richtige, das muss nicht unbedingt auseinanderfallen. Es scheint auch mit der Perspektive derjenigen zu tun zu haben, die hier ein Urteil sprechen. Ja. Aber das müssen wir uns genauer anschauen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das, was ich hier als Diskrepanz beschreibe, nicht notwendig von allen als Diskrepanz empfunden wird. Ja. Also es kann Leute das schreiendste Unrecht in den Augen von Beobachtern begehen, ohne dass sie das Gefühl haben, Unrecht zu begehen. Ja, wer nur ein Beispiel aus der Geschichte sich genau vor Augen führen will, das ist Eichmann in Jerusalem. Ja, Hannah Arendt hat das ja auch genau beobachtet, was mit Eichmann passierte in Jerusalem. Und für Eichmann war das eben völlig unklar, dass er da überhaupt vor ein Tribunal gestellt wurde. Er habe doch nur das getan, was man von ihm verlangte. Ja, und Hannah Arendt hat das ja dann als die Banalität des Bösen bezeichnet. Diese Diskrepanz zweier möglicher Rechtsbegriffe muss also nicht in den Augen aller gleichermaßen bestehen. Ja, und damit sehen wir schon, dass die Positionen, die hier bezogen werden können, durchaus unterschiedlich sein
können. Jedenfalls sind die Begriffspaare, die ich hier aufgelistet habe, nicht vollständig, aber immer bezeichnen sie genau diese Diskrepanz von dem, was der eine als richtig und der andere als falsch ansehen könnte. Auch hier sind wir also wieder in einem dualistischen Schema. Positives Recht ist das, was eben der Gesetzgeber erlässt. Und die Frage, ob das auch richtiges Recht ist, ist dann eben eine zweite Frage und setzt eben eine Beurteilungs- und Teilnehmerperspektive voraus. Ja? Wenn also das, was Kant sagt, ein Jurist beschreibt, was Recht sei, Recht groß geschrieben, also das, was die Gesetze an einem Ort zu einer bestimmten Zeit sagen, dann meint er eben Positives, das Jus Positivum, das von den Menschen gesetzte Recht. Und manche würden eben immer behaupten, es gibt gar kein anderes Recht. Das ist die Lehre des Rechtspositivismus. Es gibt kein anderes Recht als nur das, was eben von dem Gesetzgeber verabschiedet ist und was mit den Weihen und der entsprechenden Staatsgewalt auch durchgesetzt wird. Aber dazu werden wir dann im Detail kommen. Wie gesagt, es geht hier zunächst um eine Verdeutlichung dessen, was die Frage nach dem Recht für weitere Probleme in sich beherbergt, weitere Grundprobleme, die mit dieser Frage verbunden sind. Und im Kern läuft es auf eine Frage hinaus, nämlich gibt es so etwas wie überpositives Recht? Also gibt es ein Recht, ein Jus Divinum oder ein Jus Naturae, ein Vernunftrecht, das eben stärker ist und bedeutender ist als das Recht, was im Staate verkündet und von Juristen eben vollzogen wird. Gibt es also so etwas wie ein überpositives Recht? Und insoweit erinnere ich nochmal an den Fall Terror, dieser Fall von Ferdinand von Schirach, der ja sich bezogen hat auf den genauen Kontext des Luftfahrtsicherungsgesetzes, also der Möglichkeit, gegebenenfalls ein von Terroristen gekapertes Flugzeug abzuschießen. Und der Fall Terror war ja so konzipiert, dass der Luftwaffenmajor Lars Koch entgegen dem ausdrücklichen Befehl die Maschine abgeschossen hat. Und die Frage stand eben, durfte er das oder ist es Mord? Ja? Und die Debatte, die hier geführt wurde, führt genau in die Frage, was das Richtige ist. Und wir haben gesehen, darauf kam es in der ersten Vorlesung vor allem an, nur dass es eine Diskrepanz bei dieser Frage, was richtiges Recht ist und was möglicherweise Juristenrecht ist oder was Juristen als richtiges Recht erkennen und dem, was die Mehrheit intuitiv als das Richtige empfindet. Da hatten wir ja gesehen, dass die Intuition aller derer, die hier ihr Votum abgeben und insoweit ist auch dem Herrn Fischer in seiner Kritik dieses Votums durchaus entgegenzutreten, denn es gibt hinreichend viele sozialpsychologische Untersuchungen, dass in der Tat die Mehrheit, und zwar völlig unabhängig vom kulturellen Kontext, in so einer Situation, wo es um eine Abwägung geht, dass man eventuell 200 opfert und 70.000 rettet, also 90% dazu tendieren, natürlich 70.000 zu retten und im Zweifel 200 zu opfern. Woher das kommt, das ist ein Thema, dass ich hier im Grundsatz nicht ausbreiten kann. Aber das ist natürlich auch eine Frage, woher weiß ich, was richtig ist? Und es gibt eben eine alte Schule, die sagt, das ist uns im Herzen eingebrannt. Ja, es gibt so etwas wie eine tiefere Intuition des Richtigen. Ja, und diese grundsätzliche Intuition, die, das wäre sozusagen der Kontrapunkt gegen Fischer, Fischer im Recht, der eben der Meinung ist, nur die Juristen haben Recht, wenn sie diesen Fall richtig beurteilen. Das juristische Studium, diese grundsätzliche Intuition, die in uns ist, in gewisser Weise abtötet und ein vollständig neues Paradigma setzt, eine vollständig neue Herangehensweise und damit eine Intuition beiseite schafft, die eigentlich das, was allgemein als gesundes Rechtsgefühl, gesunder Menschenverstand oder als irgendetwas bezeichnet wird, was man aus einer akademischen Perspektive natürlich immer kritisch und
da zynisch abtun kann. Woher dieses kommt, ob also unser Rechtsgefühl, unsere Intuition anerzogen ist oder eben noch einen viel längeren Ursprung hat, das wäre ein Thema für die Rechtsgeschichte. Wie entwickelt sich ein Rechtsgefühl? Da gab es schon seit jeher eben diese zwei verschiedenen Positionen. Die einen, die sagen, das ist uns tatsächlich gleichsam in die Gene geschrieben, also etwas, was in uns drinsteckt, wir können gar nicht anders. Und andere, die eben sagen, naja, das ist uns kulturell anerzogen. Und deswegen ist möglicherweise das Jurastudium im klassischen Sinne auch eine Form von Konditionierung und Sozialisation, die dann dazu führt, dass man möglicherweise eine ansonsten vorhandene Gerechtigkeitsintuition mehr oder weniger formal beiseite schiebt und überlagert. Aber das ist wiederum ein eigenständiges, großes Thema, das mit der Frage nach dem richtigen Recht zu tun hat. Aber zurück zu dem Fall und der Frage, gibt es überpositives Recht? Also die Frage, gibt es so etwas wie Naturrecht oder Vernunftrecht und wer ist in der Lage, es zu erkennen? Ferdinand von Schirach kennt natürlich all diese Debatten und er legt auch seiner Staatsanwältin in diesem Stück die richtigen Worte in den Mund. Denn sie sagt in ihrem Plädoyer, nach welchen Kriterien entscheiden wir denn, ob der Angeklagte töten durfte oder nicht? Eigentlich entscheiden wir nach unserem Gewissen. Ja, das ist also das, was ich versucht habe zu beschreiben mit diesem Rechtsbewusstsein oder Rechtsgefühl. Nach unserer Moral, nach unserem gesunden Menschenverstand. Es gibt noch andere Begriffe dafür. Der frühere Bundesverteidigungsminister hat sich auf übergesetzlichen Notstand berufen. Und manche Juristen nennen es Naturrecht. Die Bezeichnung ist aber ganz gleichgültig. Gemeint ist nämlich immer das Gleiche. Wir sollen nach Vorstellungen entscheiden, die über dem Gesetz stehen, die größer sind als das Gesetz. Vorstellungen also, die das Gesetz ersetzen. Und das ist natürlich eine Position, die für einen eingefleischten Juristen absolut inakzeptabel ist. Das Gesetz zu ersetzen durch eigene Vorstellungen und Überlegungen über das, was man als richtig empfindet, das führt doch notwendigerweise in die Anarchie, ins Chaos, wenn wir das zulassen würden, wenn jeder nach seinem Rechtsgefühl judizieren würde. Ja, und insoweit vertritt natürlich die Staatsanwältin notwendigerweise die Position der klassischen Jurisprudenz. Insoweit kann man sich dann schon vorstellen, dass die klassische Jurisprudenz Probleme damit hat, wenn eine überwiegende Zuschauermenge ein ganz anderes Urteil trifft. Wie gesagt, auf die Frage gemünzt, was ist Recht, stellt sich natürlich die Frage oder präzisiert sich die Frage so, gibt es über dem Positiven, dem Geltenden, in einem Gemeinwesenden, dem Jus Positivum, dem gesetzten Recht, noch etwas anderes, was darüber stehen könnte. Und das wird hier thematisiert und wird immer dadurch thematisiert, dass möglicherweise Philosophen darüber rätseln, ob das geltende Recht eben richtiges Recht ist. Und wenn man das nun tatsächlich allein den Philosophen überlässt und eben nicht aus der Perspektive der Jurisprudenz oder mit dem juristischen Denken verknüpft, dann kommt häufig tatsächlich zweierlei raus. Denn philosophisches Denken ist häufig originelles Denken oder jedenfalls zuweilen auch der Versuch, spekulativ originell zu denken. Und das setzt dann häufig auch natürlich da an, dass man sagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Dass alle Philosophie sich im Regelfall fortschrittlich dünkt oder umgekehrt, alle diejenigen, die sich fortschrittlich dünken und das Überkommene beiseite schaffen wollen, sich als fortschrittlich philosophisch dünken und gerieren. Auch das liegt relativ nahe. Ja, und schon Anselm Feuerbach hat in seiner Anlehnung, also Anselm Feuerbach, Rechtsphilosoph und Strafrechtslehrer, ein Kantianer in Auseinandersetzung mit der kantischen Lehre, dafür plädiert, dass die juristische Rechtslehre philosophisch sein müsse. Ja, damit eben die empirische Rechtslehre, von der Kant spricht, die im Grunde, heute würden wir nicht mehr von empirischer Rechtslehre, sondern von einer dogmatischen Rechtslehre sprechen, also vom Rechtsdogmatismus der Juristen, dass dieser Rechtsdogmatismus immer mal
mal wieder auch kritisch hinterfragt werde, und zwar idealer von den Leuten, die das Recht kennen. Ja. Weil in der Tat, wenn die Leute das Recht kritisieren, die das Recht nicht kennen, dann ist das häufig so, als wenn ein Laie dem Arzt vorschreiben möchte, wie er die richtige Diagnose zu stellen hätte. Also hier sehen wir schon diesen Grundkonflikt, den Kant in seinem Streit der Fakultäten gegenüber allen Fakultäten deutlich adressiert hat, nämlich, dass alle drei Berufsfakultäten, ich erinnere nochmal, also die Juristen, die Mediziner und die Theologen, alle in, mehr oder weniger in einem gewissen dogmatischen Gefängnis verharren. Und wenn nicht aus diesem systematischen Denken, aus diesem System heraus immer mal wieder ein kritischer Blick von außen auf diesen Käfig geworfen wird, dann bleiben halt die professionellen Akademiker immer in ihrem Käfig gefangen. Oder wie Schiller es nennt, eben diese Brotgelehrten, die haben gar kein Interesse daran, dass das, was sie mal gelernt haben, auch wieder revidiert werden könnte aufgrund besserer Einsicht. Das ist durchaus ein Grundproblem und Grundübel bei der Frage nach dem Fortschritt des Menschengeschlechts, so wie Kant es ja als zentrale Frage aufgeworfen hat in seiner Auseinandersetzung mit der juristischen Fakultät. Wenn also dieses Problem mal aufgeworfen ist, dann sehen wir, dass diese Fragestellung nach dem richtigen, nach dem inhaltlich richtigen Recht sehr enorme praktische Konsequenzen hat. Ich will nur einige kurz skizzieren.